So, können wir das hier irgendwie aktivieren? Tür öffnen. Testing Autoseal secure extracting. From the outside, the structure seemed intact. Oh. So I figured whoever's inside might. Well, maybe it's okay. So, hier ein kleines bisschen hacken. Manual Override, ja, sag ich doch. Ja, mach mal. Proceed to inner seal, ja. We ran all kinds of drills. And you believe you know what to expect? Once I got inside, where it's familiar and you should feel safe. Genau. Even though I had to, those first few steps weren't easy. Man sollte sich sicher fühlen, ja, ja. Ja, so viel dazu. Gut, was haben wir hier? Einzelteile. Einen halben Kollegen. Ist da was drin? Ich hoffe mal nicht. Große Sauerstoffflasche. Können wir die einfach mitnehmen? Tatsächlich. Fällt auseinander hier. So, was haben wir denn hier? Industrial Supply. Hydro. Was? Hydroponics. Und Crew Quarters. Crew Quarters. Und die Tür, die sieht nicht dicht aus. Nicht ganz dicht. Leider. So, was haben wir denn hier? Sauerstoff geht so einigermaßen Hawaii. Können wir irgendwas machen? Smile, ja, ich versuch's. Born to dive. Born to die. Mm. Streich das V. Random Shit. Warum können wir den Random Shit nicht mitnehmen? So, sollen wir einfach mal einen Sauerstoff mitnehmen? Sollte man jede Pulle mitnehmen, die man findet? Oder sollte man sich das aufsparen? Kommt drauf an, wie linear das hier ist. Hm. So. Da leuchtet's, ja. Mal probieren. Hier ist nix. Hm. Hier ist nicht viel. Defibrillator. Defibrillator heißt das Gerät, ne? Ja. Defibrillator. Hier ist dunkel. Und hier? So viel zu linear. Hier ist aber nur ein kleiner Raum. Ja, dann machen wir zuerst mal den. Ist ja klar. Kompass 2. So, so. Was haben wir denn hier? Methane Pipe, sowieso. Flow ist ein bisschen wobbelig. Das ist nämlich der Fachterminus dafür. Mhm. Gut. Was haben wir hier? Alors, c'était comment les fonds sous-marin? C'était cool. Mais tout veut te tuer. Ja, und jetzt kann mir jemand sagen, was das bedeutet, der besser Französisch kann als ich. Was? Was habe ich da gerade aufgenommen? Hä? Datenbank aktualisiert. Hören zum Einsehen. Warum mal? Ach nee. Halt. Das hier. Datenbank. Ah, Personal. Gut, gut. Hier. Name. Fallon. Russell Andrew. Geburtsdatum. Sowieso. Beruf Bohrmeister. Nationalität. Vereinigte Staaten, Zustand unbekannt. Mhm. Keine Daten vorhanden. Außer ein Flachmann. Im Habitat wurde weitaus weniger Alkohol getrunken, als man vielleicht annehmen würde. Der Druckausgleich hier unten machte den Effekt von Trunkenheit weitaus unangenehmer. Von dem Morgen danach mal ganz zu schweigen. Russ behauptet, er habe noch nie in seinem Leben einen Tropfen getrunken und ich habe keinen Grund zur Annahme, das anzuzweifeln, außer den Flachmann. Ne? Trotzdem habe ich ihn schon mehrmals dabei beobachtet, wie er den Flachmann an die Lippen hielt, wenn er nervös war. Als wäre es ein verdammter Rosenkranz. Er behauptet, das Behältnis hätte seiner Mutter gehört. Mehr hatte er dazu nicht zu sagen. Hat er einfach den... Oh, okay. Den leeren Flachmann an den Mund gehalten. Ah. Hier haben wir die ganzen Leute. Ah. Die haben wir gefunden. In der Tat. Oh, was haben wir denn hier? Benjamina Isra. Geburtsdatum 89. Taucher, Frankreich. Verstorben, ja. Erst Russ, dann Isra.
Ich habe sie im Umkreis von Compass One gefunden, sogar in ziemlicher Nähe. So wie ich war Isra auf einem Außenbordeinsatz gewesen, als die Beben losgingen. Und ebenso wie ich war sie wahrscheinlich auf dem Weg zurück auf der Suche nach den anderen, oder zumindest behielt sie inmitten des Chaos die Beherrschung. Ihr Visor, also ihr Helm war zerschlagen, aber ihr Gesicht, komplett eingetaucht in blauem Licht, wirkte ruhig. Wenn auch nicht gerade die viel zitierte Ruhe in Frieden gemeint war. Und wieder ein Schläfer im Tal, wie in diesem Gedicht. Eine einfache und doch schmerzvolle Erinnerung daran, wie nah wir doch zu jeder Zeit dem Tode sind. Etwas sagte mir, dass all dies schlimmer sein würde, als ich annahm. Und da haben wir auch Fotos. Wahrscheinlich hat unser Anzug diese Fotos geschossen oder so. Das ist ein bisschen klein, die Schrift, deswegen muss ich mich ein bisschen nach vorne beugen. Vor allem die Vive ist jetzt ja nicht so wahnsinnig scharf, von daher, naja. So. Ah, jetzt ist sie ausgegraut. Haben wir denn noch irgendwie Informationen scrollen oder so? Können wir hier nicht, ne? Ich glaube nicht. Okay. Und was steht bei den anderen? Da sind nur die grundlegendsten Daten. Okay. Und sehe ich das richtig hier bei der Benjamina? Da gibt es noch einen Slot, den wir füllen könnten, oder wie? Mit Informationen? Naja, mal schauen. So, gut. Dann machen wir uns weiter auf dem Weg. Nitrogen. Fackeln haben wir. Gut. 88%. Na dann, gehen wir mal weiter. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts, aber ist natürlich noch mal schwieriger, hier so ein bisschen den Überblick zu behalten. Was ihr vielleicht manchmal noch im Augenwinkel seht oder so, das ist für mich eventuell schwieriger zu erkennen. Doch so ein kleines bisschen wie in einen Tunnel guckt hier. So, Evacuation Pod, das klingt gut. Fire. See it, assess it, fix it, evaluate it, review it. Safer. Gut, wir haben keine Zeit für so ein Blödsinn hier. Kein Sauerstoff. Nicht genug jedenfalls. Got a lot on your mind. Allerdings. Oh, hier geht's nicht durch. Cold Storage, ja. Lagerräume. Ich würde erstmal sagen Labors, aber naja, weiß ich nicht. Uch, die Kabel. So, Life Storage. Oh, bedeutet das, dass da lebende Subjekte gelagert werden? So, und was hier? Können wir da vielleicht was reparieren? Sauerstoff? Ja, nehmen wir mal. Das wegschieben. So ein Booster, ne? Nicht so. Na gut. Erhöhte Sauerstoffaufnahme, das ist richtig. Der war doch eben noch nicht da, Alter. Mach doch nicht sowas. Ich muss da irgendwie vorbei oder wie? Ich will mich nicht umdrehen, offen gesagt. Andererseits bin ich ein bisschen neugierig, ne? Das ist übel. Das ist übel, Mann. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Horrorspiele in VR, da sind wir also angekommen. Biology Module, Communications, das ist gut. Crew Quarters, Shuttle Bay, Evacuation Pod, wird immer besser. Wird immer besser. Wo kam der denn auf einmal her? Hab ich den so übersehen einfach. Boah. Ist einfach vor einem schwebt hier. Boah, okay. Ich meine, alles in bester Ordnung hier. Ein bisschen Forschung betreiben. Hier mit unserem Messer. Krass, krass, krass. So, hier sind auf jeden Fall Labors. Da werden wir doch bestimmt ein bisschen Sauerstoff finden.
Das täte mir auf jeden Fall gut gefallen. Erinnert mich jetzt auch ein bisschen an The Assembly, ne? Labormäßig, VR natürlich. Mhm. Okay. So, der ist aber... Ich hoffe mal, der ist hinüber. Oh, verdammt. Klirr. Das Klirr müsst ihr euch dazu denken. So, aber ihr habt jetzt wirklich mal, haben wir irgendwo ein bisschen Sauerstoff? Hier. Das tut mir gut gefallen. Mhm. Wie viel kriegen wir denn dann immer zurück? So 50% oder Maximum sogar? Gut. Vielleicht auch mal so, mal so. So, können wir denn hier was machen? Können wir hier etwas tun? Sieht nicht so aus. Nicht so richtig aktiv jedenfalls. Oh Mann. Hier geht's weiter. So, haben wir denn alles erkundet? Haben wir alles hinreichend erkundet? Vor allem hier die Ecke da. Warte mal. Ich gehe nochmal eben zurück. Eigentlich eine super Idee. Hier. Oh wow. Oh wow. Da klemmt auch jemand fest. Gar nicht gesehen. Boah, ist das bedrückend. Vor allem, weißt du, wenn man so langsam entdeckt, was das Spiel so für einen bereithält, muss man sozusagen, dann freut man sich umso mehr. Ach, es tut mir so leid, dass ich hier so hakelig mich drehen muss, aber ansonsten, es geht einfach nicht. Sonst muss ich nach einer halben Stunde Schluss machen. Ich sag mal so, ne? Das ist deren Designentscheidung. Man hätte ja auch die VR-Controller mit Teleporting benutzen können. Gut, das Teleporting ist natürlich auch ein hartes Hin- und Herspringen. Ein ziemlich diskretes Hin- und Herspringen. Was? Aber gut, so haben wir das eben in der Drehung drin. Naja, whatever. Konzentrieren wir uns auf die harte Realität. Ja, ja. Fackeln brauchen wir nicht, ne? Ach so, da hängt jemand. Ich könnte natürlich auch mal ein bisschen Licht machen mit einer Fackel, aber naja, vielleicht nicht zwingend notwendig. Warum haben sie das getan? Datenbank aktualisiert. Ah, wollen gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob das freiwillig geschah oder nicht so. Was ist denn das? Was? Fackel. Achso, ist eine Fackel. Stay weird. Mhm. Was? Warum? Shit. Irgendwie hat sich alles ein bisschen bewegt. Ich glaube, das. Ist das jetzt hier schräg oder kommt es mir nur so vor? Wir gucken ganz kurz mal hier rein, genau. So, Su Ching Liang, 76, Biologin, ja, war zu erwarten, verstorben. Wir haben uns alle schon vorher getroffen, bevor wir alle runter zu Compass 1 gingen. ADS-Training, Besprechungen, Vertrauensübungen. Dr. Liang bat uns von Anfang an darum, sie Susie zu nennen. Sie sagte, es sei einfacher auszusprechen, aber in Wirklichkeit konnte sie es nicht ausstehen, dass Leute ihren Namen ständig verunglimpften. Also, sie hatte sich einen Sauerstofftank und ein Atemgerät eingepackt, bevor sie in den Ventilationsschacht hochgeklettert ist. Klug. Aber man kann den Ozean nicht überlisten. Also, so wahrscheinlich nicht, nee. Nachdem es sich seinen Weg hineingebahnt hatte, riss es sie wortwörtlich von den Füßen und ließ sie im Trocknen sitzen. Ja, ein ehrbarer Versuch, aber nein. Das wurde leider nichts. So, was ist jetzt hier geschehen? Hier ist doch jetzt irgendwas. Warum sollte es sonst so gerumpelt haben? Ich gehe mal einen Schritt zurück. Wie langsam das auch aufgeht. Ja. Okay.
nicht zu langsam. So, hier schwebt ein Bein. Ja. Ist ein kleines bisschen Chaos verursacht worden. Vielleicht auch durch das Rumpeln eben, kann sein. Ja, ja, genau. Da verzieht sich das Vieh. Oh, der hier ist aber noch lieb. Ah. So. Ja, dann können wir hier weiter. Oh, bleibt da auch weg. %66. Na, dann nehmen wir es hier auf jeden Fall mal mit. Naja, ich denke mal, das ist eine gute Idee, immer Sauerstoff mitzunehmen. Da leuchtet es nicht, deswegen denke ich mal, kann man da nicht rein. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Genau, lass dir erst eine Leere sein. Nein, 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 nochmal, nochmal, nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Haben wir ihn? Ah, verfluchtes Vieh. Mistvieh, 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 Mistvieh. Ach, geh weg. Da schwebt jemand. erstmal Sauerstoff holen. Vielleicht ja, 41%. Das hat gerade ein kleines bisschen was gekostet. Na, großartig. Hat einen Arm weniger, aber. Können wir irgendwas machen? Ich schätze mal, wir haben einen Eintrag gekriegt. Gucken wir mal. Na, doch nicht. Doch, nee, doch nicht. Okay. Können wir daran irgendwas ändern? Ah, jetzt. Ah, ah, wir haben eine ID gekriegt. So, jetzt können wir mal gucken. Dong So Bai 85. Wissenschaftliche Führung, Südkorea. Ist ziemlich international hier das Team, war aber gut. Kann natürlich sein. Es war ein Einzelgänger. Er war ein Einzelgänger und hatte keine Scheu, es zu zeigen. Dr. Bäh war im Geologiemodul gefangen. Es sieht so aus, als hätten die Wände ihn verschluckt und anschließend wieder ausgespuckt. Ich kann mir beinahe sein Gesicht vorstellen, als der Boden sich unter seinen Lacklederschuhen weit öffnete, während seine kostbaren Dokumente um ihn herumflatterten. Mutter Natur ist eine harsche Herrin und wenn sie anklopft, tritt sie anschließend aus allen möglichen Winkeln herein. Eine sehr, ja, fast poetische Beschreibung. Der Ozean hier eindringt, war. Ist das Eis oder was ist das? Hallöchen. Darf ich mich dazu gesellen? Was ist das denn? Ist das ein Aufzug oder so ein Escape Pod? Escape Pod. Ja, 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 es ist unangenehm. Alter, es ist unangenehm. Oh, fuck. So, Frage. Ist da jemand drin? Boah, der Sauerstoff geht aber schnell zur Neige. Ja, und nun? Scheiße. Scheiße. Was machen wir? Was? Die sind überall? Die sind überall? Leute? Kumpels? Wir gehen da mal ran. Alter, das ist 8%, ja, großartig. Alter, wie geil. Krass.
Krass, krass, krass. Sauerstoff, Sauerstoff. 4%. Shit. Warum wir verdammten Sauerstoff? Warum wir verdammten Sauerstoff? Da ist nur, da sind Fackeln. Wir brauchen Sauerstoff sofort. Fuck. Reaching the surface was off the table, physically or otherwise. So it's simple. Hitch a sub to Compass 2 and hope others did the same. Haben wir verkackt. Null Prozent, ja großartig. Ach so, das war nur irgendwie ein Zwischenspiel. Wir brauchen immer noch Sauerstoff. Aber wo? Ja, ja, genau. Na, hoffentlich haben wir gleich ein bisschen mehr, nachdem wir wieder belebt werden. Alter. So, Max. Okay, Gott sei Dank. Dann können wir uns einen Moment umgucken. Wobei... Boah, es war cool. Es war ziemlich cool. Ich überlege ja, bereits ein kleines Päuschen zu machen. Ich habe so ein kleines bisschen Kopfwummern, muss ich sagen. Ich glaube, ich mache eine kleine Pause. Und werde vielleicht sogar mir nochmal die Settings angucken, ob ich vielleicht doch irgendwie auch hier mit dem Controller die sanfte Bewegung wähle. Weißt du was, wir probieren das nochmal eben aus. Ich mache gleich mal eine Pause, aber bei der Gelegenheit können wir das mal eben nochmal gemeinsam ausprobieren. Warum nicht? Man kann hier nämlich auch die schrittweise Rotation auf glatt stellen. Einmal anwenden. Und was ist eigentlich mit der Batterie? Wir haben eine Batterieanzeige, möchte ich einmal feststellen. Bedeutet das, dass irgendwann unser Licht ausgeht? Das wäre natürlich Katastrophe. Ja, dann würden wir uns so bewegen können. Würde ich den Kopf so bewegen können. Das ist aber auch, boah, ist auch nicht besser. Nee. Auch nicht wahr. Ist überhaupt nicht besser als, ja, wenn sich die Sicht ausrichtet. Nee, dann doch besser so. Ja, schade. Anwenden. Genau, habe ich vorhin meinen Gedanken zu Ende geführt, man hätte es ja auch anders machen können, halt mit Standing und mit hier Teleporting oder auch im Sitzen, dass man halt Teleport als, ja, als Transportmöglichkeit gibt, wobei im Sitzen ist es dann natürlich ein bisschen blöd, sich wirklich um 360 Grad zu drehen, hat Vor- und Nachteile, wobei ich für mich persönlich sagen würde, dass wahrscheinlich die Nachteile überwiegen von Seated Play, aber naja, gut. Ist jetzt eine Designentscheidung, mit der wir wohl leben müssen. Okay, ich mache erstmal eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Und ich bin gespannt, was uns da noch so erwartet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen soweit und hoffentlich sieht man sich das nächste Mal wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.